Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu A Story About My Uncle. Beim letzten Mal waren wir in die Heiligtümer und da gehen wir jetzt auch nochmal zurück hin. Denn wir müssen ja noch die, lass mich lügen, ich glaube unter 25 Schwünge, also sprich unter 25 Mal anzuhaken, durchkommen. Was den anderen Rest betrifft, also 5 Sammelobjekte haben wir und 2 von den findbaren Orten. I ended with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about where I was going or how I would get home. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Kann ich nochmal aus Prinzip einfach einsammeln. Zentimeter zu kurz gekommen. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. The grappling device left a sort of symbol everywhere. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Das war der dritte. Ich will mal was kurz wissen. Stimmt das oder? Ah, okay. Ich habe nicht gelesen, dass hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Abkürzung gibt. Ja, jetzt darf ich schon neu anfangen. Entschuldigung, aber das ist halt das Problem bei dem Ding. Wenn man einen verhaut, muss man tatsächlich neu anfangen, weil sonst zählt das nicht. Heiligtümer. Bestätigen. Okay. Den darf ich nicht verhauen, Leute. Da muss man in einen bestimmten Winkel nämlich rauskommen. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about where I was going or how I would get home. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Das war ein Stück zu weit wieder. So, und hier schaffe ich es diesmal. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave.
and I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. So, drei bis jetzt, ne? So, und ich glaube, es war so, muss man dran laufen. Und dann. Genau, dann klatscht man nämlich hier gegen. Und dann hat man nämlich einen ganzen schon eingespart. So, hier gab es auch irgendwo gleich eine Abkürzung. Ich glaube, das war genau. Einfach hier so quer rüber. Das sollte man natürlich nicht verhauen. Einmal darf ich das noch verhauen, weil ich ja einen eingespart habe. Ja. Und jetzt ruckelt natürlich, Leute, weil ich jetzt zu schnell fürs Spiel war. Oder was? Okay, aber wie gesagt. Huch. Hab's doch berührt mit dem Hintern. Ja gut, den anderen habe ich ja eh nicht eingesammelt, aber wir haben ja eh hier 5 Stück. Na, ja, besser ist auch. Schon wieder ein bisschen abgekürzt, Leute. Das freut mich natürlich. Ich glaube, hier können wir auch nochmal abkürzen, wenn wir. Ja, fast. Da habe ich verkackt den Sprung. Haut gleich hin, Moment. Jetzt müsste es perfekt sein. Ja. Na gut. Das war noch zu früh. Da hätte ich einfach nur laufen müssen und dann springen. Ich verhau's immer zu gerne, ne? So, jetzt nochmal. Ja, okay. Zum Glück ist ein Speicherpunkt. Und daher ich ja schon wieder einige eingespart habe. Und ich glaube, hier war das, wo ich auch nochmal einsparen kann, wenn ich einen Long Jump ausführe. Und zwar genau jetzt, wenn ich es verkacke. Thank you.
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sind wir gerade noch unter 20. Kann natürlich sein, dass ich mich aber schon lange verzählt habe. So, hier brauchen wir den Ding ja gar nicht. So. Ich glaube, jetzt habe ich schon verkackt, weil ich schon wieder zwei verwendet habe. Ach ja, Leute. Aber halb so schlimm, wir sind ja relativ schnell, wie ich gerade sehe. 10 Minuten. Mit dem Fehler vom Anfang noch mitgerechnet. Wenn ich das dann perfekt spiele, Heiligtümer läuft bei mir. Auf jeden Fall, dann sollte es perfekt hinhauen auch. Jetzt sollte ich aber schon lange drüber sein, habe ich das Gefühl. Moment, wir werden es gleich. These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Ich habe aufgehört bei 18 zu zählen, so ungefähr. Nein, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin unter 20 sogar durchgekommen. Gefühlt. Das Steam-Overlay lässt sich nicht öffnen, Leute. Das ist jetzt gerade ganz blöd. Ich gehe erstmal zum Hauptmenü zurück. Extras. Fallstrecke? Nein. Optionen? Entschuldigung, Falschheit. Da. Huch. Schallmodifikationen frei, indem du Messwerte findest. Schalte die erste bei 10 frei. Jede weitere Modifikation erhältst du nach 5 gesamten Messwerten. Okay. Okay. Von Rot, Gelb, Bla, okay, keine Ahnung. Zeige Modus. Mir das Modus. Farbe, das ist ne. Schwarz. Kaum. Ich muss mal ganz kurz das Spiel neu starten. Ich bin gleich sofort wieder da. Mit dem Spiel. Sorry an der Stelle. Kann ich auch gleich sagen, einfach ob die Errungenschaft geschaltet hat. Sind im Übrigen nur 15 Errungenschaften. Nur. Nein, tatsächlich nicht. Ja, habe ich einfach durch die 2-3 Mal, die ich da fehlgeschlagen habe. Ich sollte auch nichts riskieren. Ich sollte wirklich nur mal sicher spielen und nicht unfreiwillig irgendwas greifen, was ich nicht erreichen kann. Aber auf jeden Fall die Abkürzung nutzen und dann, wenn ich mir hundertprozentig sicher, dass ich treffe, auch treffen. So. Ich glaube, den Start habt ihr gar nicht so in Erinnerung des Spiels, wie ich. So. Leverhaus mal bestätigen und dann mache ich gleich nochmal, damit nicht zu Anfang so anfängt zu ruckeln. Ich wundern also mit anderen Worten. Levelauswahl, Heiligtümer, bestätigen. So. Okay, das kann jetzt ein Sekündchen länger dauern. Sorry. Und ich wollte noch 2-3 Parts mehr machen heute. Ich bin lustig. So.
5 von 5 Sammelobjekte. I landed with a crash, but thanks to the suit, I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then, I didn't care so much about where I was going or how I would get home. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Das geht zum Beispiel nicht. Ah, schade. Zu schnell. Jetzt kommt's gerade runter. Jetzt sollte ich den Cycle auch haben. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Ob man vielleicht auch so abkürzen kann? Moment. Nee. Man soll schon... Hoppla. Man soll schon hier erstmal Schlüssel landen anscheinend. Grappling device. Ah, definitiv kann man irgendwie extrem abkürzen. Zwei haben mal similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where. Drei haben wir hinter uns. Scheibengleister, jetzt darf ich keinen verkacken mehr. Ja, ich hab. Vier. Ne, 5 jetzt mittlerweile. Das heißt, ich muss den Shortcut jetzt perfekt hinkriegen. Wow, okay. Zweimal hält's aber nicht. Ja, toll. Und das ist das, was ich meine. Man verhaut einmal irgendwas und darf direkt wieder neu machen. Das ist das Ekelhafte, okay? Ich mach's anders, ich rechne runter vom Kopf her. Dann weiß ich schon I landed with a crash. Direkt, ob ich was verhaue. Thanks to the suit, I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me. But back then, I didn't care so much about where I was going or how I would get home. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain
that this place was where Fred had gone. 21. 20. Siebzehn. Jetzt, Leute, das ist, wenn man ein bisschen hektisch wird. Ah, okay, wir kriegen das hin. 23 ist... Warte mal, ist das vielleicht sogar die Optimalzahl von den Sachen, die man angreifen darf eigentlich? Also, wo man sich ranhängen darf? Man soll bloß halt einfach... Ja, kein Tatterfinger haben mit einem Wunder. But thanks to the suit, I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me. But back then, I didn't care so much about where I was going or how I would get home. Kann aber ja nicht hinkommen, weil es ja mehr als... I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols. But who? Where were they now? The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Okay, so ist auch nicht die Idee. 21. Und sowas darf auch nicht passieren zum Beispiel. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Okay, 20 übrig geblieben. Achtzehn. Siebzehn verbleibend. Und bis jetzt habe ich ein gutes Gefühl dabei. Hier mache ich einen auf Nummer sicher. So, 16 verbleibend. Ich versuche noch mal was. Hätte klappen können, theoretisch. So, da hätte ich ja eh einen schon negiert habe, ne? Was denn, wenn ich da hinten hin möchte? Dann komme ich hier hin ganz gut. Gibt's hier noch eine Abkürzung irgendwo hin? Ich denke mal nicht, ne? Also man kann... Oder? Warte mal.
Oh doch, man kann da abkürzen. Okay, Moment. Aber muss man relativ schnell dran sein. Ja, okay. Lieber doch nicht. Noch 13 verbleibend und ich hoffe, das reicht für den Weg. Okay, lieber nicht treffen als... Ja, ihr wisst schon. Oh ja, gute Idee, warte. Ah. Das müsste aber gehen, dann... Huch. Okay, ich muss die Klötze nämlich nutzen. Sind ja auch Festobjekte. Dann kann ich da vorne auch abkürzen. Hier sollte ich Turbo machen, ne? Okay, Moment. Wir schaffen das noch, Leute, keine Sorge. Okay, Moment. Seht ihr? Einfach nur ein bisschen schlauer sein als das Spiel. So, jetzt hier die Frage. Kann man hier auch irgendwie abkürzen? Ich versuch's einfach noch einmal. Nee, das ist einfach zu weit. Aber hier muss ich definitiv an beide ran wieder. Es sei denn... Okay. Den ich mir wieder gespart habe, habe ich gleich wieder negiert. Und jetzt habe ich nur noch 8 übrig. Na super, jetzt bin ich wieder irgendwo dran hingeblieben. Also, Leute, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, ich versuche erstmal die Sammelobjekte anscheinend. Weil hier, ihr merkt ja, ich bin so unruhig, was das anbetrifft. Ich habe nämlich nur noch 4 übrig, also... Ich komme eigentlich gar nicht mehr weit. Und ihr seht ja, was da noch alles kommt. Ich kann hier versuchen abzukürzen. Bringt mir aber leider nicht viel, weil ich ja nicht weit komme. Also, BZW, ich komme schon weit, wenn ich den Stein da treffen würde zum Hinstellen. Ich könnte natürlich auch sowas hier machen, solche Kletteraktionen. Weiß allerdings nicht, wohin weiter klettern müsste. Wüsste nur, okay, ich versuche dahin und bringt mir auch nichts. Also, lange Rede, kurzer Sinn. 23 Mal, um halt durchzukommen. Da muss man echt ja alles wissen. Alle Spots. Weil ihr seht ja, ich
Krieg's nicht auf Reihe. Habe ich auch mich verzehrt. Ich habe vielleicht noch jetzt 4 übrig, keine Ahnung. Hier ist das Gute, dass ich den nicht brauche, weil man hier so rüberkommt. Aber dann war es das auch schon hier vorne. Also das ist, es beißt sich so langsam so ein bisschen selber in den Kreis. Also ja, danke. Jetzt aber spätestens habe ich auch den nächsten Fehler erkannt, den ich hier sehe. Ich sehe es nicht ein. Aber ganz ehrlich, ich habe eben voll getroffen. Ja, toll! Also alles spätestens jetzt ist sowieso Ende im Gelände. Jetzt kann ich wieder hier hoch. These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Lol. So, und jetzt fängt das nächste Level an und jetzt wird erstmal auch wieder abgerechnet im Spiel und dann merkt er, okay, du hast Heiligtümer nicht mit 23, Heiligtum nicht mit 23 abgeschlossen. Ne, also unter 23. Ich kann jetzt auch nochmal versuchen das Steam Overlay, wenn es sich öffnen lassen würde, tut es aber nicht. Ja. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich jetzt im nächsten Part mich auf die Sammelobjekte hier im Dorf begrenze. Das heißt, ich werde ein, zwei Mal hier im Dorf neu starten müssen. Und von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao.